Hey Leute, heute drehe ich nochmal einen Vlog für euch und wir haben heute Donnerstag und jetzt circa 20 vor 7. Ich sitze hier draußen bei diesem schönen Wetter, es ist ja jetzt morgen schon richtig warm und frühstücke jetzt erstmal und danach muss ich mich noch fertig machen für die Schule. Ich bin jetzt fertig mit Frühstücken und mache mich jetzt soweit fertig für die Schule. Wir haben heute aber zum Glück nur 4 Stunden, weil wir danach hitzefrei haben. Und bald sind ja auch Sommerferien. Aber trotzdem habe ich jetzt momentan echt nicht mehr Lust auf Schule. Und ja, jetzt werde ich mich wie gesagt ganz schnell noch fertig machen. Und danach kommt auch schon mein Bus. Also bis später. Ich bin jetzt endlich zu Hause. Was heißt endlich? Wir haben jetzt gleich 11:30, aber in den Klassenräumen war es so warm, obwohl es heute draußen gar nicht so warm ist, wenn überhaupt 25 Grad, also richtig angenehm. Aber die Klassenräume sind noch so aufgeheizt von den letzten Tagen, wo es über 30 Grad war. Deswegen haben wir heute auch nochmal nach der 4. Stunde hitzefrei bekommen. Aber morgen dann leider nicht mehr, aber zum Glück noch heute. Darüber freue ich mich richtig. Und ja, wir hatten heute eigentlich nur so einen chilligen Unterrichtstag, weil wir hatten heute in Deutsch Doppelstunde nur Präsentation. Ich habe keine gemacht, weil ich mache was anderes, aber das war dann schon chillig, einfach nur den anderen zuzuhören. Und danach hatten wir noch Doppelstunde Chemie und das war eigentlich auch ganz cool, weil wir hatten, da mussten auch noch 2 Leute ein Referat vortragen. Ich war zum Glück schon von vorletzter Woche, meine ich, schon fertig. Und ja, danach haben wir dann nur noch so ein bisschen was über die Themen gesprochen, die so vorgetragen wurden. Und danach haben wir dann nur noch was fürs Schulfest gemacht. Ja, jetzt werde ich, denke ich, erstmal ein Eis essen, weil meine... Kamera? So, jetzt denke ich, werde ich erstmal ein Eis essen, weil meine Mama noch nicht gekocht hat, weil wir ja jetzt erst 11:30 haben. Aber die fängt jetzt gleich auch an. Aber so ein kleines Eis, glaube ich, geht schon mal. So, ich liege jetzt hier schon mit einem Eis und das ist so ein Bounty-Eis und es ist halt wirklich nicht so groß, also richtig gut vor dem Mittagessen. Und jetzt werde ich erstmal so ein bisschen am Handy chillen und warten, bis es dann richtiges Mittagessen gibt, also nicht Eis. Und ja, so, das hier ist das Mittagessen und ich werde das jetzt hier eben drin essen, damit ich gleich schnell zu den Ponys kann. So, da es ja draußen trotzdem noch warm ist und ich dann immer richtig Durst habe am Stall, mache ich mir jetzt ein Getränk und zwar ist das Wasser nämlich immer so richtig eklig, wenn es so warm wird. Ich kann das gar nicht leiden und deswegen habe ich mir hier so eine Flasche genommen und so ein paar Multivitaminsaft-Eiswürfel reingetan. Also wir haben gestern einfach so das da so reingeschüttet, so den Saft und so. Und dann habe ich heute Morgen mir noch Hagebuttentee gemacht und den jetzt kalt bestellt. Und den werde ich jetzt noch da reinschütten. Und ich sage euch, es schmeckt so gut und das bleibt halt viel länger kalt. Zack. Und das ist halt viel cooler als Wasser, einfach nur so zu trinken. Jetzt kann es auch schon in den Stall gehen. So, ich fange jetzt an mit der Smartie und ich tue jetzt so eine Creme drauf, weil wenn es so warm ist und die Viecher immer so kommen, dann scheuern die sich ja so ein bisschen. Und ja, komme ich jetzt erstmal drauf. Oh je. So, Paola kriegt jetzt noch eine Scheppe Hafer und natürlich noch den Saft dazu. Ja, da will er noch schon, ne? So, guten Appetit. Solange die Paola jetzt frisst, mache ich bei Smarty weiter. Thank you.
So, ich werde Smarty jetzt so circa 15 Minuten locker flockig auf den Platz reiten mit Halsringen. Und ich habe den auch extra schon kleiner gestellt für sie, Smarty. Und Smarty ist auf Entdeckungsreise. Achso, ich glaube, sie möchte auch gleich abgeduscht werden. Das natürlich auch. Aber erst nachdem ich sie geritten bin. Aber wirklich nur ein bisschen locker, dass sie ein bisschen die Graskugel wegbekommt. Erstmal. Also der Platz ist ja nicht eingezäunt und deswegen lasse ich einfach sicherheitshalber das Halfter drauf, weil nicht, dass Smarty ihren Chattykopf durchsetzen möchte, weshalb auch immer. Und ich werde aber so viel wie möglich mit dem Halsring heute arbeiten. Komm schon mal. Hochmotiviertes Powerpony. Komm. Schauen, ob die Smarty auch lieb ist, wenn ich es mal heute probiere, nur mit Halsring. Auch wenn ich gerade gesagt habe, ich lasse es halt da drauf. Aber ich habe jetzt gerade einfach so Lust da drauf, weil die ist halt eigentlich relativ entspannt. Nee, eigentlich nur eher verfressen. So. Denke ich jetzt auch gleich so hinlegen. Kannst du das Halfter nehmen? Hopp. Okay. Gehen wir schon zur ersten Steigerung und zwar geht es da runter auf den Parkplatz. Geht ja schon super los. So, meine Mama ist gerade gefahren und das heißt, ich habe jetzt keinen mehr zum Buch das Licht so. Das heißt, ich habe jetzt keinen mehr zum Filmen, aber ich versuche so viel wie möglich jetzt hier auch zu filmen. Und ja, jetzt habe ich hier die Paola, die da auch schon ein bisschen fressen darf. Die werde ich jetzt erstmal putzen und mit der werde ich einfach nur eine kleine Schrittrunde ins Gelände gehen. Ne? Heute nur Chiller-Programm. Ja. Und danach wird sie halt auch noch ein bisschen abgeduscht. Und ja, dann werde ich sie jetzt mal anfangen zu putzen. Und was ich noch euch sagen wollte, ich werde beim Ausritt dann nicht filmen, weil ich habe jetzt keine Tasche mitgenommen oder so, wo ich die Kamera reintun könnte. Das heißt, ich werde jetzt hier ein bisschen beim Putzen filmen und dann geht es für mich auch schon ins Gelände. Was natürlich super schlau von Paola ist, mit ihrem Huf ins Heu zu gehen. Naja, ich werde jetzt erstmal hier Beine ein bisschen putzen. Jo. Die Paola hat auch schon ziemlich viele Stiche am Körper. Hallo. Und die chillt jetzt hier noch so ein bisschen. Boah, die ist halt echt staubig, muss man schon sagen. Hier habe ich seit staubig. Ja.
Paola ist jetzt schon mal soweit fertig. Gesattelt ist auch schon. Und ich habe auch schon Stiefel an. Und die Kappe natürlich auch. Jetzt werde ich die Kleine nur noch trenzen, dann kann es auch schon losgehen. 2000 Jahre später. Wir sind jetzt wieder da. Und Paola ist jetzt auch schon soweit fertig. Und kann dann jetzt auch wieder auf die Wiese, ne? Ich muss jetzt gleich nur noch eben das Gebiss auswaschen und hier fegen, weil hier ist noch alles voller Heu von dir, ne? Alles voller Heu. Naja, auf jeden Fall muss ich dann jetzt mich gleich auch ein bisschen beeilen. Und zwar habe ich gleich noch was vor, aber das erzähle ich euch danach. So, ich bin jetzt schon zu Hause und werde mich jetzt eben umziehen. Und zwar habe ich ja auch jetzt Konfi-Unterricht. Oh, jetzt ist das Licht gerade richtig schlecht. Und da muss man halt auch so bei Sachen, so drei Sachen so helfen. Und heute ist nämlich Donnerstag und ich muss halt zweimal zu so einer Jungschar hin und da helfen. Und heute ist der erste Tag, also das erste Mal. Und ja, wir müssen in einer halben Stunde circa los. Werde mich jetzt eben umziehen und fertig machen. Und ja, deswegen muss Julia halt auch den Wi-Fi alleine machen, weil das sonst alles viel zu stressig wäre. Weil jetzt momentan habe ich ja nun mal noch keine Ferien. Und sehr wahrscheinlich schreibe ich morgen eine Englischarbeit nach. Und deswegen könnte ich ja jetzt nicht um 11 Uhr oder so erst im Bett sein. Und ja, jetzt muss ich eben schauen, was ich anziehen möchte. Ich denke, ich ziehe einfach wieder eine kurze Hose an. Weil es ist schon echt warm draußen trotzdem noch. Aber so angenehm warm, so wo man auch Lust hat, was draußen zu machen. So, also das hier ist mein Outfit. Ich habe mir einfach einen hohen Zopf gemacht, dann dieses Oberteil hier, was so ein bisschen schulterfrei ist, dann einfach eine kurze Hose und natürlich noch Sneakersocken. So, ich lasse meinen Tag jetzt noch ein bisschen ausklingen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hattet heute auch einen schönen Tag. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!